Hallo Leute, herzlich willkommen. Springen, springen. Herzlich willkommen. Mann, du kannst viel höher springen als ich. Herzlich willkommen zu einer Doppelpfeil. weiteren Runde. Let's Play Hexed. Mit dabei wieder die Nanimates mit ihren krassen Hi. Federschuhen. Was hast denn du da an der Hand, ey? Ein Doppelbogen. Eine Bogen-MG. Fett. Ja, und wir sind hier irgendwo im Nirgendwo und wollen mal ein bisschen noch rumgucken. Was sind das hier für fiese Karotten eigentlich? Karotten? Das sind Skysal. Ei. Monstren! Da sind Monstren! Juhu, endlich mal wieder ein Zombie-Schnetzeln. Guten Tag. Guten Tag. Oh, ich habe mich selbst angekuckelt. Mann, bin ich ein schlaues Kerlchen. Einer der schlauesten. Spiel ich ja gerade Verstecken mit dem Skelett oder hast du das gerade getötet? Nee, ich hab. Ach nee. Nö. Oh, Oh, Verzeihung. es ist verzaubert. Ja. Also das war doch nicht echt. So, kaputt. Habe ich den Bogen bekommen? Oh, schade. Hast du den Bogen bekommen? Nö. Oh, es explodiert. Oh, es war bei dir. Ich merke davon sowieso kaum was mit meiner fetten Rüstung. Ja. Da drüben war noch sowas, was aussah wie ein Häuschen. Oder ein ehemaliges Häuschen. Jo, ich hüpf mal rüber. Du bist doch schneller mit den Schuhen, kann das sein? Weil ich hüpfe. Ich kann weiter und höher und weiter hüpfen. Ja, dann ist das Ich habe natürlich. Blaubeeren gefunden. Juhu, ich habe einen Zombie gefunden. Yay! Und Schokobos! Stirb, du fetter Mega-Zombie-Junge. Ah, Zeldagras! Tod Zelda-Gras. den Zom Oh, Creeper. Oh, da. Nein, nicht zurück. Ach, wie konnte mich die Spinne erwischen? Ha, ich bin schneller. Ja, die Spinnen haben mich abgelenkt. Eigentlich wollte Achtung, ich ja Creeper auch mal. direkt hinter dir. Aber macht ja Ja, nichts. ja. Ich habe da vorhin eigentlich ein Skelett getötet und es hat Pfeile gedroppt. Die wollte ich mir eigentlich noch holen, Kollegen. Boah, die Schweine, die verlieren übel viel Fleisch, wenn ich die anzünde. Teilweise. Zelda-Strauß. Ich habe da hinten noch so eine fiese, sah aus fast wie eine Höhle gesehen. Hier geht's auch nach unten wieder. La mer, hier ist Gold. Das ist La Mer. La mer. Gold brauchen wir. Oh, hier geht's auch tierisch runter. Baller. Unglaublich. Was denn? Naja, das ist voll die schon wieder schöne Höhle. Ganz Zombie. Hi. Du hast einen Pfeil im Fuß. Danke. Hi. Ich hab gerne einen, so ein Ding im Fuß. So Kühe wären jetzt natürlich geil gewesen. Ja, da hätten wir noch ein paar Backpacks bauen können und so, aber nein. Ich nehme mal ein bisschen Kohle mit. Ist ja nicht so, dass wir jetzt genug Kohle gefunden hätten bei den Piraten. Ja, Quatsch. So, das geht ja. Oh, Lava. Die werde ich mal eben zustopfen. So. Hab das Gefühl, die Lava Ja. fließt nicht ab. Obwohl ich das Oh. zugestopft habe. Verstehe ich nicht. Ach, dann ist ein Diamant. Mein Gott, ein Diamant. Zwei Diamanten. Drei, vier. Minecraft. Du alte Sau. Nein. Doch, was denn? Na, guck mal hier runter. Ja, ich guck mal. Ja, super, oder? Was war beim letzten Mal, als wir in so ein Ding reingegangen sind? Dann haben wir drei Parts darin verbraucht. Jo. Weiß Wir schon. kamen auch vollgepackt wieder raus. Sehr vollgepackt sogar. Deswegen Ja. sagte ich, Backpacks wären cool. Ah, verdaulicher.
gucken wir nach hier unten weiter. Was hier noch so schönes abgeht. Ich geh auch grad weiter. Also, ich werde jetzt langsam mal anfangen, dann wählerisch zu sein, während ich hier irgendwas abbaue. Oh, guck mal, was hier hinten noch so schönes abgeht. Gold nimm aber bitte mit, dass du auch so lustige Schuhe kriegen kannst. Jo. Ich habe schon 4 Gold. Sehr gut. Ja, ich fast an Diamanten vorbeigerannt. Hast du Stecker dabei oder sowas? Wow. Das klingt nach ja. Was? Ich bin gerade etwas abgelenkt. Lava! Scheiße. Ja, ich habe Stecker dabei. Ah, ich hatte Diamanten abgebaut. Diamanten waren über mir. Ja, ach, typisch, ne? Ja. Die berühmte Lava über dem Diamanten, wie ich es beschworen habe vor einiger Zeit. Oh, ein Skelett. Ja. Was habe ich denn hier? Was Grünes. Grün? Ich habe übrigens Stöcke. Quantumstaub. Hä? Hoch, wo bist du? Ah, da kannst du mir mal die Dinger geben. Verdammt, wir haben wieder keine Truhe. Mein Backpack habe ich auch nicht mit, aber ist auch egal. Backpack habe ich auch nicht dabei. Aber. Bin doof. Dann mach mal du schnell. Ich habe mich verbaut. Bitte. Könntest du mal aufhören, auf mich zu schießen? Ups. Danke. Da haben wir das Great. Das Great. Dann kann man nämlich auch ganz schnell mal hier so, ne? Ja, ich habe eine Axt dabei. Von daher finden wir mal schnell. Ah, sehr praktisch, dass hier auch gerade so ein Ding bumm ist, ne? Ja. Oh, das war ein rarer Zombie, glaube ich. Das war aber jetzt bei dir. Wo ist denn der Zombie jetzt hin? Ah. Puh. Knack. Ja, das ist ein rarer Zombie. Irgendwo ist er ja. Aber ich weiß nicht wo. Wenn der explodiert, dann teleportiert der sich anscheinend weg oder so ein Scheiß. Ich habe eine konzentrierte Essenzbeere. Drunter steht tastes like Creeper. Schmeckt nach Creeper. Geil. Oh, guck mal, ich habe einen Ausgang. Nee. Doch nicht. Das war bloß eine Leuchteblume. Jammerte. Da freut man sich, ja. Oh, guck mal, schön und toll. Und Dick. So, beim nächsten Mal baue ich mir jetzt Dia-Werkzeug. Ich habe jetzt genug Dias gefunden. Beziehungsweise du ja auch. Weiter. Oh, da hinten ist eine Kiste. Ich komme hier nicht durch. Hüpp. Oh, Diamanto. Mann, verpiss dich, du Kackerviecht, Alter. So, hüpp. Die Diamanten. Ich höre Wasser in der Umgebung, oh mein Gott. Bei mir ist auch welches. Hüpp. Oh, verdammt. Naja, was soll's. Da kamen jetzt nicht echt Knochen aus dem Stein raus. Oh, Gold. Möglich. Okay, ich merke schon, wie ich hier anfange, das Eisen zu verschmähen.
Also langsam brauche ich neue Fackeln. Ich habe zwar genug Kohle, aber ich habe keinen Stöcker. Oh. Weil ich kein Holz habe. Spawner gefunden. Spawner gefunden? Ja. Tod den Spinnen. Wenn ich wüsste, wo du bist, hey. Ich höre sehr... Oh. Sehr oh. Wow. Die hat was gespuckt. So. Unterwasserordnung. 10 Minuten. What? Autsch. Irgendwas ist hier gerade voll in die Luft geflogen. Ja, sie war rar, deswegen geht mir... Oh, die hat irgendwas... Diamant gave. Rückstoß 1. Oh, das probiere ich aus. Also ein Speer. Oh ja, baue ich aber ein bisschen Holz ab. Eine Kiste bauen kann. So langsam bin ich dezent voll. Oh, nervt mich das ja. Ja, weil es ja alles um mich ringsrum schwirrt wie Sau. Voll Kacke. Was ist das? Wenn es wenigstens mal aufhören würde zu schwirren. Setze einfach. Das. So, ich baue mir jetzt. Ein neues Schwert. Ich komme hier nur ganz langsam durch. So, ich habe jetzt ein Diamantschwert. Weiß es zu benutzen. Und ich habe einen. Ja. Irgendwie cool. Das. Tja. Und nu? Deinen Namen nicht. Ich denn auch nicht. Nirgends. Irgendwo. Nirgends irgendwo. Oh, wie geht's denn noch weiter? Ich habe keine Fackeln. Ja, stimmt, scheiße. Doch, ich könnte mir Fackeln bauen. Scheiß auf den Fans. Was kann ich denn hier noch? Solange wir auf der Insel bleiben, ist alles gut. Dann können wir uns nämlich gerade hochbauen. Jo. Ich glaube, das wird jetzt auch die nächste Option sein, die ich dann so in Angriff nehme. Also ich hatte ja vor, mir jetzt aus den vielen Stricken, die ich gesammelt habe, ein Bett zu bauen. So, na gut. Ich werde mir jetzt tatsächlich hier mein Bett bauen, dass ich einen Spawnpunkt habe. Dann werde ich mir jetzt hier noch ein bisschen Erde krallen und werde mich direkt nach oben bauen. Ich sehe deinen Namen. Echt? Ja. Cool. Das nicht. Holz nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dicker. Ist jetzt die Frage, reicht das? 37 Blöcke nach oben. Es sind nur 10 bis noch ein. Naja. Das wird ein wenig, ja. Oh ne, oben haben wir ja welche. Da. Okay, ich baue mich jetzt nach oben durch. Und ich komme mal rüber zu dir, denke ich jetzt. What? Cool, das sieht so einladend aus. Hier sieht alles einladend aus. Von hier kommen wir, okay. Gut, also ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie nach oben, weiter oben komme. Autsch. Kommst denn du hier, du blödes Kackerskelett? Nee, hier geht's wieder nach unten. Okay, na dann. Magst du die Aufnahme mal kurz stoppen? Ich glaube, da ruft jemand an bei mir. Ja, ich werde mich dann in der Zeit auch nach oben buddeln. Bis dann, Leute.
Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt erstmal alleine. Die Nanimeets, die hat sich erstmal gemutet. Hat ja exorbitant wichtige Sachen zu tun. Und während sie das tut, werde ich immer auch was tun. Nämlich Kühe suchen. Gucken, vielleicht finden wir sogar welche. Ich habe mir auf der Karte schon mal auf der Karte schon mal die Truhe markiert. Und schmeiß mein Schwert wieder weg. Ist ja klar. Lohnt sich ja sonst doch nicht. So. Brauchen nämlich zwingend mehr Leder für Backpacks. Und ich hoffe ja, dass wir irgendwo auf dieser bekloppten Insel. Uiuiuiui. Nein. Ach, darn it, ey. Hexet ist noch schlimmer als Minecraft. Weil mir ständig irgendwas zu tun hat. Das ist ja bei Minecraft schon schlimm, dass man ständig was zu tun hat. Aber hier ist ja noch mehr. Wo ist es denn gelandet? Jo. Wer war denn hier das Chunk Neuladen, Mensch? Oh, mal gucken. F3 und R, F3 und A. Ach, man weiß es nicht. F3A oder R wie Reload oder so ein Scheiß war das doch. So, wachsen hier in dieser Höhle zufällig ein paar Kühe? Oh Mann. Natürlich nicht. Hi. Du. Lecker Melone. Da ist er wieder. Grüß dich, ich habe schon wieder weiter aufgenommen, ein kleines Stückchen. Alles gut. Ich bin auf der Suche nach Kühen und ich habe hier einen Brunnen gefunden. Okay. Also einfach nur ein Stück ein Brunnen halt, ne? Mit nichts weiter, nur Brunnen. Das ist ja blöd. So, ich bin jetzt hier schon an dem Wintereck der Wüste. Also ganz weit im Westen der Wüste, wo wir gerade sind. Habe schon eine Truhe gebaut, wo ich ein paar Sachen für mir reingepackt habe. Also die Truhe, die ist voll. Mann. Ich selektiere auch gerade nur noch, was ich brauche, also was wir brauchen, was wir nicht brauchen. Skelette, juhu. Lange keine Skelette mehr gehabt. Noch mehr Skelett. Komm her, du Blödes. Das sind voll die Sniper-Skelette, ey. Ohne Scheiße. Kühe! Drei Kühe. Na? Yay. Ich bin der Cow-Tipper. Hätte er gesagt, der Cow-Ripper. Je nachdem. Pick the Ripper. 16 Leder. Autschen. Tja, war das jetzt ein Creeper oder war das wie so ein verzauberter Affe? Man weiß es nicht, ne? Nee, man mogelt noch. Ah, wahrscheinlich war es ein Creeper. So wie der. Praktisch. Entweder hat der Creeper eine ziemlich starke Explosion gehabt oder der Timber-Mod funktioniert auch bei Creepern. Inwiefern? Ja, der Creeper hat gerade einen Baum weggesprengt und da ist die ganze Krone mit abgefallen. Okay, das ist cool. Nein! Fuck you! Du stürzt mich hier nicht in die Lava, du Kackvieh, ey. Lieber stürzt du in die Lava. Mann. Oh, die Kiste hat sich gelohnt. Ach, stopp. Ich bin noch nur auf der Suche nach Kühen. Ich glaube, da ist noch eine. Ja, eine Kuh. Ich hatte nämlich die Idee, ganz viele Rucksäcke für uns zu bauen. Okay. Simpsons? Ja. Gibt ja manchmal die Momente, wo mir solche Melodien einfach im Kopf rumschwirren. Und wenn ich die dann nicht summe, dann muss ich sterben. Oh, na, das wollen wir nicht. So. Ach, 39 Leder reichen die? Für ein paar Backpacks? Ja. Ah, okay. So, dann bin ich on my way gleich. Müssen wir schnell was futtern. So, und los geht's.
Ja, wenn ich jetzt einen Schokobo-Sattel hätte, das wäre so toll. Also Schokobo-Federn. Ja, vielleicht hat ja der Schokobo, der ja gerade um die Ecke ist, neben dem Creeper. Also in meinem Rucksack ist ein Minimum eine Schokobo-Federn. Nee, der Timber-Mod funktioniert auch nicht bei Creepern. Ne? Warte. Hallo. Hätte klappen können. Komm, gib mir eine Feder. Gib mir eine Feder. Mann. Ich hab 4 Federn. Von die Schokobo. Die gibt's auch in verschiedenen Farben, habe ich gesehen. Oder kann man sich die färben? Ja. Man kann sie züchten. Okay. Schaut's gut. Und am besten sind wohl die goldenen. Sounds good. Hm? Wir haben hier natürlich klassisch nur die gelben bisher gesehen, ne? Oh, yes, Leben. Soll ich Leben mal mitnehmen? Oh, das reimt sich. Aber ich hab... ich bin mir unschlüssig. Ich hab kein Schäufel, blöd. Die anderen kann man, glaube ich, nur züchten. Das ist natürlich die Frage, wie man sich so mit 2 gelben Schokobos sich einen schwarzen Schokobo züchten soll, ja? Naja, aus 2 gelben kann wohl grün und blau werden. Hm. Grün und blau zusammen ergibt wohl... Ach Gott, welche... Oh, ja. Boah, was ist denn das hier? Skorpione! Oder was ist das? Was? Weiß ich nicht. Oh, ich werde gerade massiert. Du warst gerade was? Massiert! Und du? Bin dezent verspannt im Rücken und so. Oh, mein Babybauch. Babybauch. Au. Das hört sich unanständig an. Ohne Scheiß. Nein. Ich würde gerade massiert. Aha. Rücken. Bauch schwer. Rücken schmerzhaft. Ja, ich habe keinen schweren Bauch. Mein Rücken tut auch immer weh. Das ist bei Männern wahrscheinlich aus einem anderen Grund. Ich sitze den ganzen Tag bloß auf so einem blöden Kackerstuhl. Daran wird's liegen. Also das ist jetzt nicht die Toilette, wo ich drauf sitze, wegen Kackerstuhl. So. Andere Formulierung für nicht ergonomisch geformter Bürostuhl? Andere Formulierung für ich lehne mich nicht mehr auf dem Stuhl an, so blöd ist der. Oh, okay. Was ist ein Bürostuhl? Das ist schon so ein Pseudo-Chefsessel aus dem Roller für 10,40 Euro oder so. Der richtig Geld gelassen, Mensch. Scheibenwaden. Der richtig Qualität gekauft. Ja, total. Hier kommt nur Qualität ins Haus. Deswegen habe ich auch noch einen 4:3-Monitor, wo ich den Knopf aus Versehen, den Einschaltknopf eingedrückt habe. Also was heißt eingedrückt? Ich habe ihn nicht nur eingedrückt, ich habe ihn weggedrückt. Okay. Ja, das kann nicht jeder. So, 4 Backpacks. Die kann man nicht mal stapeln. Ich habe es schon mal geschafft, einen Rechner zum Brennen zu bringen, also... Naja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja. Ich weiß bis heute nicht mehr, wie ich es gemacht habe, aber es hat funktioniert. Da unten ist noch eine Kiste. Ih, Gold. Warte mal, ist hier noch Leder drin? Nee. Ja. So, dann werde ich mal... Backpack. Backpack. Ist aber weit runter. Halt. So. Das nächste, was du summst, ist dann. Ich brauch mal eine Axt, wäre mal hammergeil, oder? Definitiv. In welchem Backpack habe ich jetzt das ganze Zeug reingepackt, Schätze? Da! Und 2 Diamanten, da kriege ich ja gerade mal eine Ho raus. Hüpp. Und hüpp. Ja, das ist jetzt praktisch. Tja, Ach, Dunno. So,
Wo bist du eigentlich gerade? Bist du noch unter Tage? Ja, ich muss mir jetzt mal eben Werkzeug bauen. Ich weiß gar nicht mehr, wo mein Eingang und Ausgang war. Verdammt. Ich habe mittlerweile 27 Dias. Okay, 24, ich baue mir gerade eine Picke. Klingt gut. Wo war denn ungefähr der Eingang? Weißt du das noch, Lena? Nö. Ich hab's auch total vergessen. Schokobo. Ah, Eingang gefunden. Eingang nichts gefunden. Verdammt. Ah, Eingang noch gefunden. Sicher? Yep. Wie sind deine Koordinaten ungefähr? So ganz grob auf dem Hundertstel. Aktuell bin ich im Wasser oder unter Wasser. Im Meer? Oh, Oder wo cool. genau? Ja, 1665 mal ein Skelett. 1655. 18 und 7, 7, 7, 7 halt. 7, 1, 7. Oh Mann, ich finde das sowieso da nicht hin. Was ist denn das hier? Was ist das? Aluminium. Ich habe Sterbt, gerade Aluminium sterbt. gefunden. Sehr gut. Ich bin der blöde Arschloch-Zombie. So geht denn das Skelett nicht tot, jetzt. Ja, also jetzt bin ich schon wieder unter Tage. Oh, diesmal mit Backpacks im Rucksack. Naja, du weißt schon, wie ich das meine. Ja. Juhu, Diamant. Mal spannend aus hier. Ich Okay, glaube, du warst hier schon mal. Hier ist ein Koppelblock gesetzt. Und da kam mal ein Meteorit runter. Tja. So, wie war jetzt nochmal dein Koordinat? Oder sag mir ungefähr auf der Karte, wo ich mich da orientieren könnte, wo du gerade stehst. So ungefähr. Fliegende Insel? Ja, fliegende Insel. Okay. Und wenn du die Kabel jetzt so siehst, 5 mm Richtung Norden und dann 2 nach Osten. Okay, also ungefähr in diese Richtung da. Fuck, hier ist auch dunkel. Gehen wir mal hier lang. Oh Mann. Ich versuche dagegen anzuschwimmen, aber es funktioniert nicht. Okay, das war eine Sackgasse. Verdammt! Nähte finde ich jetzt mal interessant langsam. Wann habe ich mir denn bitte eine Schippe gebaut? Eisenschaufel. Ach, die habe ich von dem Zombie erhalten. Geil. Oh, ein Skelett, das ist ja toll. Hallo. Hallo, Skelett. Ja, das ist auch sehr praktisch. Was ist denn das hier? Wow. Kann man das kaputt haben? Hier schwebt einfach so ein Block irgendwo. Also so ein schwebender Block halt. Dann wirst du dann in der Aufnahme sehen. Folge XY. Schmeißt du halt auch eine raus? Schmeißt du heute auch eine raus? Nee, ich glaube, also ich hatte mich mit dem Kilby nochmal abgesprochen, wie das am günstigsten vielleicht doch wäre. Und dann, wenn ich die am Wochenende rausbringen würde, dann würde ich jeden Tag in der Woche doch tatsächlich was zum Let's Play rausbringen. Oh fuck, zwei Creeper. Aber irgendwie explodieren die nicht. Inwiefern? Wenn du jetzt Samstag, Sonntag rausbringst, dass du dann für jeden Tag der Woche was Genau, hast, oder wie? genau. Okay. Oh fuck ey. Oh fuck ey, Mann. Noch mehr Creeper, noch einer. Also Wer will nur nochmal? Wer hat Samstag, noch nicht? Sonntag meinst du jetzt? Genau. Was sagst denn du dazu? Naja. Ich weiß ja nicht, wie viel wir schaffen zu produzieren. Also bis jetzt haben wir das, was jetzt fertig ist, also ohne Aufnahme von heute, haben wir sage und schreibe schon 9 Parts. Oh, okay. Okay, ich glaube, ich komme jetzt langsam zu dir. Ich bin jetzt ein paar Millimeter. Fuck. Ich grab mich jetzt hier durch, ist mir Bums. Ein paar Millimeter neben der fliegenden Insel, rechts daneben. Und dann noch ein bisschen hoch zu. So,
da. Wie ist denn deine Höhe eigentlich? 11. 11? Oh, da muss ich nur nach unten. Ja, ich baue gerade Opsi ab. Oh. Coolio. Hab das Gefühl... Irgendwas schlägt mich. Ich habe eine Truhe gefunden. Irgendwas hat mir gerade Schaden gemacht. Ich habe gerade eine völlig coole Truhe gefunden. So, okay. Nicht was. Wie viel Opsi braucht man? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10? Kann 10, das sein? 10 oder 12, irgendwo sowas in der Dreher. So, scheiße, wo bist denn du nur? Gib mir nochmal deine genauen Koordinaten, bitte. 1669. Okay. 69. Und 11 und 700. 700. Okay. Also hier lang. Ach, 11, ja, stimmt, noch weiter runter. Hauptsache, ich lande nicht irgendwo fett in der Lava. Ich hier, wo ich bin, ist habe Wasser. Gerade meine kaputt gemacht. Scheiße, ich habe... Fuck. Was denn? Ich habe meine Spitzhacke gerade zerstört. Oh. Und ich habe nichts, um was zu bauen. Ich auch. Ja, das ist gut. Hier muss irgendwann mal ein Meteorit runtergekommen sein. Hm. Ich habe hier dieses lustige Meteoritengedöns-Zeug. Ich baue es gerade ab. Tja, was mache ich jetzt? Wollen wir einen Deal machen, damit sie überhaupt weitergeht? Ich habe oben in meine Truhe 2 Diamanten reingepackt. Ich habe noch 1 Diamanten dabei. Wenn ich mir jetzt einfach aus dem Menü eine Diamant-Pickaxe raushole... Und dann dafür die 3 Diamanten einfach in der Lava versenke. Ist das ein Deal? Kann man das machen? Tu es. Ich komme sonst nicht weiter. Mach ruhig. Okay. Man sieht ja auch relativ wenig, habe ich das Gefühl. Das wäre nämlich sowieso das nächste gewesen, was ich mir gebaut hätte. Von daher. Ich bin jetzt 13, 12, Höhe 11. Was ist denn das? Basalt. Das ist ein Basalt. Ja. Nächste Frage. Basalt, Cobblestone. Sowas wie Marmor, glaube ich. Nur halt in Dunkel. Sehr interessant, ich nehme ein bisschen was mit. So, noch ein bisschen noch da. Ich bin jetzt gleich auf 1670. Du warst bei 1600. Bla. Ne? 1660 ungefähr, ja. 1660, okay, dann bin ich auch. Ansonsten habe ich alles hier mit Lämpchen Lämpchen, Fackeln ausgeleuchtet. So. 1600 noch 1,60 und 700 ja 688 und momentan bin ich auf Höhe 13 mal 1660 13 und 688 also doch in die Richtung, okay, 688, bin gleich da. Okay. Ich höre Wasser. Mhm. Oh, ich sehe deinen Namen. Ich höre es ploppen. Da ist wieder. Guten Tag. Was? Guten Tag. Grüß dich. Hui. Mein Inf ist voll. Ja, ich habe ja, warte, haben wir Truhe? Irgendwo? Truhe? Nö. Cool. Ich habe eine Baskelkiste. Ich bin auch voll. Fuck you, ey. Scheißding. Bau mal fix eine Truhe. Komm schon. Da. Da hast du mal ein Backpack. Hey.
So, die zwei Diamanten, die kann ich dann schon mal versenken. Die Dinger da auch versenken. So. Meine Fräse, ey. Ganz schön was los hier, wa? Hab das Gefühl, hier schwirrt noch immer so ein. So eine Schiene um mich ringsrum. Weiß nicht, Moment. War hier zufällig ein Spawner? Nee, noch nicht. Weil hier so viel. Der kommt bestimmt noch. Bla ist. Oh, hier ist Aluminium. Du hast vorhin von Obsidian geredet, ne? Ja, ich habe 12 eingesammelt. Wo war denn die Lava? Darunter. Weil ich doch. Darunter. Da war ein Wasserfall. Achso, okay. Schade. Sonst hätte ich ja gleich mal 2 Diamanten von den 3 versenken können. So. Ja, hier drunter. Du brauchst eigentlich nur den Wasserzulauf stoppen. Das kriege ich hin. Vielen Dank. Bitte. Oh, da kommt ja natürlich noch von der anderen Seite. Fucking Zeugs. Bäh. Warte, nicht rückwärts springen. So. Oh, ist keine Drohne. Wo kommt denn hier noch Wasser her? Mann, mach das Wasser weg. Und da kommt ja auch noch Wasser her. Oh, ist das so krass, ey. Irgendwie habe ich kein Glück. Jedes Loch, was ich bis jetzt gemacht habe, hatte keine Lava drunter. Guck mal, kam einfach noch eins weiter runter. Da muss dann aber definitiv was sein. Boah, dauert das lange. Da, Lava! Juhu! Okay, oh fuck. Diamanten! So, das weg. Ne, die Klamotte kann lang. Zack. Das weg und das weg. Anziehen, anziehen, anziehen. So. Na toll. So. Okay. Was machen wir jetzt noch Schönes? Wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde Part, weil ich habe da keinen neuen Part angefangen. Verdammt. Wollte ich mal sagen, dann sehen wir uns im nächsten Part erstmal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Hexit. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.